Start Recording. Das ist ja immer mein Lieblingsknopf hier. Start Recording heißt, dass ich alle 5 Milliarden Einstellungen im Vorfeld vernünftig gemacht habe. Wir endlich losfliegen können. Ich gucke immer, wenn ich so rüber gucke, ne? Das heißt, wenn ihr aus dem Fenster guckt, gucke ich in Wirklichkeit hier auf den Monitor, der mir anzeigt, was zeichne ich eigentlich auf. Ja, Wetter haben wir keins. Also das ist jetzt Real Weather. Wir haben zwar ein bisschen Wind, aber keine Wolken. Ist ja auch gut so. Und deswegen fliegen wir jetzt einfach mal los. Bremse weg. Gas rein, volle Granate und hoffen, dass wir irgendwo ankommen. Jetzt sehen wir ein bisschen was für unterwegs nachher. Also Flugsimulator 2020 habe ich jetzt ja einiges zu erzählen. Wir machen ja hier denselben Flug nochmal. Ja, guck mal, kommt ganz von selber auch und ich muss nichts tun. Ist das nicht wundervoll? Demzufolge kann die Mountainkamera auch schon wieder aus. Ja, ja, ist sie auch. Ihr seht einen völlig leeren Flughafen Kairo. Warum ist der völlig leer? Weil es keine Parking Positions gibt. Also es existieren keine. Es existieren nicht nur keine Taxiways, also Taxi Routes. Es existieren auch keine Parking Spots. Und demzufolge kann weder X-Plane noch der Real World, ah, egal, jedenfalls der kann auch keine Flugzeuge dahin bauen, weil da ist nix. Und wenn er mir sagt, 1 Million Mal, sorry, da gibt's keinen Parkplatz, ich kann die Flugzeuge nicht hinstellen, dann kann er sie eben nicht hinstellen. So, also, dann überlassen wir die anstrengenden Arbeiten, bevor ich endlos anfange zu erzählen, lieber dem Autopiloten. Ich glaube, die Vertical Speed von, ja doch, versuchen wir's mal. Wir versuchen die üblichen 4000 Fuß hinzukriegen, machen NAV an und eigentlich sollte jetzt alles so sehr von selbst laufen, dass wir rausgucken und Fotos schießen können, um immer schön im gleichen Schema zu bleiben. Ja, sieht noch nicht so eindrucksvoll aus, aber egal, irgendwas machen wir hier schon. Ja, warum nicht mal so, ne? Die Fotos sehen bei mir sowieso mal irgendwie gleich aus. Da muss ich jetzt kreativ werden. Außerdem seid ihr mir viel zu laut im Ohr. Ja, wenn ich hier was regle, das kriegt ihr gar nicht mit. Also für euch ist das egal. Aber für mich am Ohr ist das schon nützlich, damit ich nicht so rumschreie. Was mache ich denn hier? Also wirklich. Ich habe mich jetzt, ich will ja was erzählen über den Flight Simulator 2020. Wind, 0 Knoten, 0 Dingens. Ja, ich versuch's nochmal, aber vorhin hat er gesagt, Weather, also echt Wetter, fail. Da, refreshing. Oh, jetzt hat er's. Das ist doch schön. Weather, download, fail. Es gibt zwar Winde, dann sorgen wir dafür, dass die Winde jetzt einfach auf manually configured übernommen werden. Und sagen, mach mal, komm, jetzt haben wir wenigstens die echten Winde. Wenn auch schon nichts echt ist. Aber hier gibt es wahrscheinlich sowieso keine Wolken in der Gegend und demzufolge ist es eigentlich alles ziemlich egal. Ja, warum mache ich diesen Flug nochmal? Ist ja im Grunde dasselbe in grün. Ja, zum einen, nochmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, es soll nicht nur euch Spaß machen, es soll auch mir Spaß machen. Und ich bin da so ein bisschen herauszufinden, ob denn jetzt mir das mit dem FS 2020 denn mehr Spaß macht oder nicht. Und bis jetzt sind doch die Probleme noch ziemlich heftig. Damit meine ich jetzt nicht die Probleme, die ihr habt, nämlich zugucken und toll finden, sondern ich mit zurechtfinden und Einstellmöglichkeiten und. Also alles, was für mich hier selbstverständlich ist, ist da ein Akt. Zum Beispiel habe ich hier selbstverständlich in jedem Flugzeug, ob es nun einen Autopiloten hat oder nicht, habe ich trotzdem einen Autopiloten, weil ich habe ja unten diesen Anzeiger und ich kann auch jederzeit das Window hier einblenden und es benutzen. Das ist halt X-Plane Standard. Ja, also es gibt ganz, ganz, ganz wenig Flugzeuge bei X-Plane, die keinen Autopiloten wirklich haben. Ja, und bei dem FS 2020, da hat die Hälfte der Flugzeuge keinen Autopiloten. Ergo könnte ich jetzt zum Beispiel hier nicht rumsitzen und erzählen, weil ich müsste mich ums Fliegen kümmern. Das werdet ihr zu Recht einwenden. Man soll sich beim Fliegen hauptsächlich ums Fliegen kümmern. Das ist eigentlich der Sinn der ganzen Geschichte. Aber ich mache hier nur mal Videos. Da kann ich nicht dauernd fliegen, sondern ich muss sammeln, ich muss nachgucken, ich muss tun und machen. Und das geht nicht ohne Autopilot. Dann, was ist denn der nächste Punkt? Richtig, die Ansicht. Also hier seht ihr, das sieht alles irgendwie echt aus. Wenn wir Glück haben, kommen wir nachher auch an diesem Feld vorbei, diesem Rieselfeld, wo alles kreisförmig ist. Das ist ein sehr schöner Hinweis. Guckt euch mal an, was sich verändert, wenn ich jetzt aufs Flugzeug ranzoome mit
Explain. Das ist ein Zoom. Ich verändere meine Position relativ zum Flugzeug. Ergo bleibt die Welt gleich und verzerrt nicht. So, jetzt mache ich dasselbe mit dem Mausrad. Da zoome ich, da vergrößere ich. Und ihr seht, die Welt vergrößert sich mit. Und jetzt achtet mal auf einen Teil der Proportionen, wenn ich mich jetzt drehe. Wie lang und wie breit sind manche Dinge? Sie bleiben irgendwie so in dem Format, wie sie sein sollen. Auch im Superweitwinkel bleibt alles so, wie es sein soll. Was rund ist, bleibt rund. Also es gibt auch jede kleine Verzerrung, aber die ist so gering. Merkt euch mal dieses Feld hier, ne? Dieses etwas dunklere Feld. Wenn ich das jetzt zur Seite drehe, das ist seine Länge etwas verändert. Ne, das sieht man nachher bei den Kreisen erheblich besser. Das ist beim FS 2020, ist das immer, allerdings in einem Maße, dass einem die Augen bluten. Ihr habt ja wahrscheinlich alle das Video vorher gesehen. Es wird euch nicht interessiert haben, weil es sind irgendwie über 70 Views drauf, aber ich glaube ein einziger Kommentar. Davon gehe ich einfach mal aus, es hat euch nicht weiter berührt. Wie dem auch sei, es gibt, und da muss ich sagen, diese Verzerrung, die das Ganze für mich völlig unecht macht, ist also ein Riesenproblem für mich. Dafür gibt es auch eine Lösung, und zwar die Drone Camera. Bei der Drone Camera, ich beschreibe euch das Prozedere mal, bei der Drone Camera muss man, weil es keinen Knopf dafür gibt, muss man mit der Maus das Menü aufrufen. Da geht hier ein riesiges blaues Fenster auf. Muss dann umschalten auf Drone Camera. Muss dann ranzoomen. Und zwar mit dem Fader. Weil auch die Drone Camera hat dasselbe Zoom-Problem. Die zoomt nur die Linse und nicht das Feld. Also verändert nicht die Position. Also muss ich erst ranzoomen aus Flugzeug auf ungefähr 80% und kann dann mit extra belegten Knöpfen meine Position verändern, so wie ich es hier mache, ohne dass dabei nennenswert der Hintergrund verzerrt wird. Auch das ist natürlich alles anders, aber irgendwie glaubhaft. Machbar. Also es ist nicht komfortabel, es ist nicht einfach, ich kann auch nicht einfach hin und her schalten, ne? Also nicht wie hier, ich schalte mal eben auf Cockpit und dann schalte ich wieder nach draußen oder so. Nein, da muss man jedes Mal dieses blöde Fenster für aufmachen. Es gibt zwar einen Knopf für Innenansicht, Außenansicht, apropos Knopf, ich mache hier auch mal einen Knopf. Es gibt also einen Knopf für Innenansicht, Außenansicht, aber der schaltet nicht zwischen Drohnenkamera und Cockpit hin und her, sondern nur zwischen Kamera und Außenansicht. Und von da aus muss man dann mit einem Menü auf die Drohnenkamera wechseln. Ja, blöd. Aber nun gut, ich sag mal, der FS 2020 ist brandneu auf dem Markt. Da wird also einiges kommen. Langfristig werde ich sehr wahrscheinlich immer wieder Flüge machen. Und zwar eben nicht wie dieses Mal. Dieses Mal mache ich ja zweimal denselben Flug mit verschiedenen Simulatoren. Sondern ich werde immer mal im Wechsel wahrscheinlich was machen. Das ist so die Perspektive, die ich im Moment habe. Was war denn noch? Da kam ich auch gerade drauf mit so einem Blickdingsbums, das ein Riesenproblem wäre. Ach richtig, das Versetzen des Flugzeuges. Das Versetzen des Flugzeuges. Wenn ich zum Beispiel von einem Dings die Schnauze voll habe und sage, so, jetzt müssen wir ein Stück nach vorne hüpfen, weil wir die Zeit sonst nicht schaffen. Ja, das ist bei Windows Flight Simulator nicht vorgesehen. Also, Riesenproblem. Ich müsste jeden Flug in voller Echtzeit durchführen. Das wäre blöd. Und da habe ich auch gar keinen Bock zu, was nebenbei. Ne? Gerade wenn es mal längere Nummern sind. Ja, und da habe ich mittlerweile eine Lösung gefunden. Wenn man die die Entwicklerkonsole aufmacht, dann gibt es oben so eine Leiste wie hier bei X-Plane. Und da taucht unter Windows das Teleport-Window auf. Mit dem Teleport-Window kann man sich überall hin teleportieren. Da muss man zwar erst mit entweder von Hand oder mit Cut and Paste muss man da GPS-Koordinaten einsetzen. Aber es funktioniert. Ne? Und auch hier bei X-Plane war das ja nicht standardmäßig so. Das ist ja auch ein Add-on, mit dem ich das normalerweise erledige. Also warten wir es mal ab. Aber so die, auch das hier, ne? Dieses automatische Kamera verändert Position ist im Moment auch noch nicht drin. Das wird also auch alles erst kommen müssen. Ich sehe gerade, ich muss ein bisschen weiter von dem Flieger weg hier. Ja, die Position geht eigentlich, aber da habe ich ein bisschen den Staub im Gesicht. Komm, ich mach's mal so, ne? Ihr wisst ja sowieso, was ich hier treibe. Wild Engine, genau.
Die Position hingegen kann man lassen. Es zittert immer noch und ich habe immer noch nicht raus, woran es liegt. Ich denke mal, hier gehen wir ein bisschen nach draußen. Ne? Aber zwar ein Rad im Wege und das zittert auch, aber. Ah, und den hier, Fixed Front, da muss ich ein Stück weiter weg, sonst haben wir immer so ein hohles Behältnis an der Seite. Ja, das wird natürlich, da seht ihr es, ne? Da kann man durchgucken und das wollen wir nicht. Das ist immer diese Zwickmühle. Gehe ich dichter ran, sieht es mehr so aus, als wäre die Kamera schön ans Flugzeug geschraubt. Dann bin ich aber zu dicht ran, schwupps, bin ich im Flugzeug drin. Das ist auch blöd, ne? So, also das automatische Flugzeug bewegen, das ist da auch noch nicht dabei. Ja, die Zukunft, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich habe anhand der Aufrufzahlen von 70 Leuten oder so, habe ich gesehen, irgendwen hat es interessiert, hat leider keiner kommentiert, was daran jetzt ihr besser oder schlechter findet. Deswegen mache ich ja dieses Video, hat direkt einen AB-Vergleich. Gleiche Strecke, ist der Gesamteindruck interessanter, ist die Grafik besser oder schlechter und lalalala, ne? Also 1000 blablabla. Was habe ich denn sonst noch gemacht? Richtig, ich habe meinen Router höher geschraubt. Der habe ich hier so höher, also fast 2 Meter hoch an den Schrank geschraubt, damit er über alles rüberfunkt, was hier im Wege steht. Und es steht wahrlich einiges im Wege. Bis jetzt hatte ich noch keine Abschüsse. Also WLAN meine ich jetzt, dass das WLAN abkackt. Jetzt habe ich zusätzlich mein Handy noch hier rangehängt. Ich habe zusätzlich noch hier die LED-Leisten wieder angeklemmt, von der ich auch so einen Verdacht hatte, dass sie hier direkt auf die Laptops, Tablets irgendwelche Einflüsse haben könnte. Ist auch wieder dran. Ich habe also alles so negativ wie möglich gemacht und hoffe, dass es jetzt trotzdem funktioniert. Bis jetzt bin ich zuversichtlich. Ich vergesse immer wieder die Karte anzuknipsen, ne? Was habe ich noch gemacht? Ich habe meinen Hebel abgebrochen. Ich glaube, das hatte ich schon erzählt. Ne? Den Schubhebel hatte ich abgebrochen und habe mir dann mit einem 3D-Drucker so ein Steckteil dafür gemacht, dass ich praktisch das kaputte Teil überstehen kann, wie auch immer. Eine weitere Änderung habe ich auch noch gemacht. Ich habe hier diese Magnete drauf. Ne? Habe ich ja extra ein Video zu gemacht. Eine Änderung habe ich jetzt und zwar habe ich. Es war vorher so, dass die Magnete direkt Kontakt mit dem Metall hatten. Und dieses helle Dingsbums ist nur ein Rahmen drumherum, der den Magneten festhält. Ich habe jetzt zusätzlich unten noch 1 Millimeter zugemacht. Also der Magnet hat keinen direkten Kontakt mehr mit dem Metall. Das hat im Wesentlichen den Grund, das Ganze rutscht sehr viel leichter. Einmal war 1 Millimeter ist dazwischen. Es soll ja aber immer noch kräftig Druck sein. Aber zweitens, diese 1 Millimeter, ihr wisst ja, ABS ist wie Glas, das rutscht fantastisch. Also jetzt habe ich hier einen butterweichen Schiebeweg, wo nichts passieren kann. Fühlt sich sehr, da wackelt auch nichts mehr. Wie im Video ist alles bombenfest. Bin ich sehr zufrieden. Beim mittleren, der abgebrochen war, habe ich jetzt noch den Vorteil, dadurch, dass jetzt der Rahmen und diese Griffverlängerung eine festen Verbindung, also eine Klemmverbindung eingegangen sind, zieht jetzt der Magnet auch noch also hält praktisch auch die Verlängerung noch besser fest als vorher. Oh, ist das da öde. Ja, ich erzähle hier von 1000 Sachen rundherum, die euch garantiert alle überhaupt nicht interessieren, aber mich. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Ja, also wenn ich mir das jetzt so angucke, finde ich die Grafik nicht so viel schlechter. Es wird jetzt nicht jede einzelne Fabrikhalle tatsächlich in 3D aufgebaut, das muss man zugeben. Aber in dieser Höhe, in der ich jetzt fliege, bei 4000 Fuß, scheint es relativ egal zu sein. Ob das nun über einer Großstadt immer noch egal ist, sei mal dahingestellt. Weil was der FS 2020 da optisch anstellt, das ist schon großes Kino. Ne? Also wenn man von dieser grauenvollen Linsenverkrümmung mal absieht. Oder hinten kommen übrigens, glaube ich, die Kreise. Kann das sein? Ja. Dann fliegen wir also gleich über Vergleichskreise, dann wissen wir es ganz genau. Also sie haben Probleme, gerade mit dieser Linsenverzerrung. Das wird vielen Leuten sauer aufstoßen. Und dann werden sie vielleicht auch irgendwas dran machen. Zahl der Updates, die wir jetzt seit Dingens gekriegt haben, also seit ungefähr einer Woche, am 18. sind sie raus, seit 10 Tage haben wir jetzt im Motiv, glaube ich, rum. 0. Also keinerlei Updates bis jetzt. In derselben Zeit hätten wir bei X-Plane schon 3 Updates wahrscheinlich gekriegt. Also als sie auf B50 umgestellt haben, pro Woche ein Update. Und dann die Fixes und eine super Kommunikation.
Bei Microsoft bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt irgendeine Form von Kommunikation mit den Endanwendern gibt. Und wahrscheinlich kriegen wir sowieso alle 3-4 Monate mal ein Update, in dem sie das Gröbste. Also ich erzähle jetzt viel, warten wir mal ab, wie es passiert, wie es denn tatsächlich wird. Ne? Also ich finde jetzt, wo ich mir das so angucke, würde ich sagen, die nächsten, also die Flüge für mich am meisten Spaß werden sein, definitiv X-Plane. Es ist viel entspannter, es funktioniert alles, es ist alles so, wie ich es haben will. Ich kann einfach mal eben dies und einfach mal eben das, was bei FS 2020 im Moment ein Riesenakt jedes Mal ist. Aber wie gesagt, aus purer Neugier werde ich immer wieder zwischendurch FS 2020 fliegen. Die nächste Etappe wäre zum Beispiel von Ismailia. Ich glaube, ich habe irgendwas von Ismailia oder so gehört. Ismailia ist das Ziel dieses Fluges. Der nächste Sprung wird dann Richtung Suezkanal sein. Also zumindest den Suezkanal hoch. Und da ist natürlich schon schön, wenn die Optik alles rausholt, was rauszuholen ist. Schaut mal. Ich werde wohl nicht jeden Flug doppelt machen, um es zu vergleichen. Ich mache es mit diesem hier. So sieht das aus, wenn ich X-Plane fliege. Alles ist automatisch, alles dreht sich, alles blinkt, alles funkelt. Schauen wir mal. So, und jetzt schalte ich mal eben wieder auf die normale Außenansicht, nämlich diese hier. Und dann schauen wir mal nach draußen wegen dieser Kreise. Wegen dieser Kreise. Ja, das ist grammatisch vollkommen korrekt. Ja, ihr seht, ne, auch hier werden die Kreise ein bisschen länglich, also elliptisch. Das heißt, es gibt eine Linsenverzerrung. Aber ihr seht hier, ich entferne mich vom Flugzeug und nicht vom Untergrund. Und wenn ich jetzt nach rechts und links drehe, es ist glaubhaft. Also wenn ich hier oben sehe, ne, der Kreis in der Mitte, der grüne Kreis genau über dem Flugzeug, da oben, da. Der ist jetzt ja nicht kreisrund, das ist flache Ellipse. Und wenn ich jetzt drehe, bleibt eine flache Ellipse. Aber gut, wenn ich an ihm vorbeifliege, wird er so aussehen, nämlich eher länglich nach unten statt länglich in die Breite. Aber trotzdem, wenn ich mich drehe, es sieht glaubhaft aus, finde ich. Oder findet ihr, oh mein Gott, ist die Kamera auf Zoom gestellt? Ja, und das ist eben bei FS 2020 ein Riesenakt. Ich hoffe, dass sie das rausbasteln werden. Das hier sieht glaubhaft aus. Das, was der FS 2020 produziert, das sieht nicht glaubhaft aus. Ein weiteres Problem, wenn wir hier jetzt gucken, ich schalte mal wieder auf den Rundumgucker, dann sehen wir, finde ich, glaubhafte Farben. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist dieses Dauergrau, das X-Plane eigentlich ständig produziert. Es ist nicht so von den Farben nicht so lebhaft wie das Leben. Es hat man immer irgendwie grauen Himmel und bla bla bla. Da ist wohl durchaus was dran. Aber wenn ich den FS 2020 sehe, habe ich das Gefühl, mir tun die Augen weh. Wenn ich im Flugzeug sitze und gucke auf das Armaturenbrett, sehe ich das Armaturenbrett. Gucke ich aus dem Fenster, verbrennen mir fast die Augen. Und dann stellt sich das erst um. Wenn man mit einer echten Kamera arbeitet, da habe ich sogar Belegvideos zu in der Cessna 172. Sieht das genauso aus. Entweder die Kamera belichtet die Instrumente korrekt und draußen ist alles weiß. Oder man filmt nach draußen, da sieht man Instrumente nicht mehr, weil sie so dunkel sind. Das ist im Auto übrigens genauso. Nur, ich fliege hier nicht echt. Ich fliege hier einen Simulator, wo ich möglichst schön was sehen möchte. Wo es keine Notwendigkeit für diesen extremen Effekt. Wenn ich mich hier ins Cockpit sitze, sehe ich beides. Ich sehe glasklar raus und ich sehe glasklar Instrumente. Warum schaffe ich das nicht beim FS 2020? Dann geht's weiter, wenn ich von draußen gucke und gucke von oben nach unten. Unten Wald, schön dunkel, oben Flugzeug, schön hell. Dann habe ich das Gefühl, mir tun die Augen weh, wenn ich mir das Flugzeug angucke, weil das zu hell ist. Es gibt bei der Drohnenkamera, also nicht bei der Außenansicht, aber bei der Drohnenkamera, gibt es Knöpfe für Exposure. Das ist genau dieses, ne? Das ist auch so dieses übertriebene Helle und so weiter. Das lässt sich leider im Außenanblick und im Fliegen lässt sich das nicht abstellen. Jedenfalls derzeit nicht. Vielleicht kommen sie irgendwann noch drauf, dass die Tooltips sich nicht abstellen lassen. Da habe ich schon genug drüber erzählt. Naja, also es gibt eine ganze Menge Hickhack. Einige Probleme habe ich schon gelöst in der Zwischenzeit. Das wird man dann ja auch, wenn ich einen weiteren Flug mache, sehen. Aber es ist auch weit davon entfernt, so eine entspannte Fliegerei zu sein, wie jetzt hier mit X-Plane 11. Wohin das führt, warten wir es ab. Jetzt gucke ich mal nach Ismail hier.
Aber wenn es das gibt, wenn ich das finde, ne, habe ich doch über FS2020. Ja, schreibt doch mal Fragen in die Kommentare, die ich dann eventuell beantworten kann. Ich wundere mich jedes Mal wieder. So, Ismailia. Ich glaube, Al-Ismailia heißt es eigentlich, ne? Ägyptische Stadt am Suezkanal. Ja, das könnte passen. So, Ismailia oder auch Al-Ismailia ist eine Stadt in Ägypten. Ah, sie liegt am Timsa-See, einem der Bitterseen. Was? Bitterseen? Bitterseen vorgelagerten Salzsee am Suezkanal in der Mitte zwischen Port Said und Suez im Süden, etwa 120 Kilometer von Kairo entfernt. Sie wurde 1883 von Ferdinand de Lesseps mit dem Stadtnamen Timsa gegründet. Schon bald aber nach dem ägyptischen Khediven, also Vizekönig, Ismail Pascha benannt. Also Al-Ismail ja ist nach einem ägyptischen Pascha benannt. 1800, weiß Kohl, ne? 1863. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Apropos Zeit, der Flugplan wird hier wieder nicht erkannt. Wahrscheinlich war nicht alles ausgebaut aus dem Flugplan, was irgendwie nach Westentasche aussieht. Deswegen kriege ich auch keine klaren Ansagen. Warte mal, habe ich das überhaupt schon wieder umgeschaltet hier? Ja, habe ich. Man kann das einfach umschalten auf FSX und funktioniert. Eventuell klappt dann auch hiervon die FSX-Version. Da bin ich immer noch am Kaspern. Und ich glaube, wir sollten allmählich uns ein bisschen vorbereiten, wie zum Beispiel die Flughöhe senken. Weil in absehbarer Zeit, die mir näher noch nicht geläufig ist, ach ja, ich kann ja hier nicht scrollen. Ach, brauche ich auch gar nicht. Ich habe ja meine schönen Schraubdinger hier. Na, damit geht's nämlich. Wo die Maus versagt, funktioniert dafür der Knöpfchen hier. Aber ich glaube tatsächlich begebe ich mich da erst hin, wenn wir den Knick zum Einschweben machen. Obwohl, ach komm, gehen wir ein bisschen tiefer. Dann geht aber die Drehkamera nicht mehr. Naja, na schön. Ist das eben so. Den setzen wir mal. Dann sagen wir 1000 Fuß pro Minute, damit es nicht so schnell geht. Oh, dann senkt euch mal. Ja, ihr seht, er entweicht mir jetzt aus meinem Fokus. Da müsst ihr mich eigentlich noch mal scheren. Es muss doch eine Möglichkeit dafür geben. Naja, gut. Ja, ich weiß, es gibt eine Level-Tracking-Funktion für X-Camera. Aber dann trackt er auch nur den Level. Das heißt also, die Kamera schwenkt nach unten und man sieht einen weißen Punkt über dem Landschaft langsam verschwinden. Das ist nicht das, was ich suche. Ich würde eher auf einer Höhe mit dem Flugzeug bleiben wollen. Guck mal, da ist schon der Zielflughafen, Hotel Echo 44. Das heißt, ich schalte den jetzt ab und dann schalte ich dafür den ein und dann gucken wir so, drehen wir uns mal in Position und schauen uns das mal an. Da, also es ist nicht direkt eine Kleinstadt und vor allen Dingen ist es da sehr schön grün. Ganz extrem grün sogar. So, bla bla, schnelle Fakten, Geschichte. Text alt, Text neu. Aha. Es gibt ein Museum. Ursprünglich wurde Ismailia als Wohnstadt der Kanalarbeiter, Ingenieure und Beamten gebaut, die meist aus Frankreich, Großbritannien und Griechenland stammen. 1862 erhielt am Namen, das haben wir schon gesehen. Umbenannt. Kanalarbeiten. Wasserversorgung. Wohngebäude, zentraler Platz, 3000 Einwohner, bla 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 bla, wurden dann viel mehr, bla 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 bla. Bildungswesen, Verkehr, Eisenbahn, Luftfahrt, Religion, ja, überraschend. Gibt es auch Religion, Kirchen, Partnerschaften. Nee, Persönlichkeiten, Partnerschaften scheint es keine zu geben, aber Persönlichkeiten. Nämlich einen ägyptischen Fußballspieler, der 84 geboren ist, Hosni Abd Rabu. Ja, gut. So viel dazu. Es wäre ganz praktisch, wenn da nur wenig steht in einer Stadt. Dann baue ich mir den hier mal eben zurecht und will den haben, der üblicherweise beim ersten Mal abbricht und dann nochmal gestartet wird. Dann funktioniert es eigentlich immer. Ja. Wieso ist die Parking Brake on? Und wieso flackert da ein Lichtlein? Parking Brake.
keine Parking Brake. Oder? Parking ist rot, weil es ist schon on. Ja, doch, er ist noch connected irgendwie. Jetzt dreht er wohl ein auf den neuen Flugplatz. Das ist der. Da, genau, da hinten wir mal hin. Das ist auch interessant, ne? Also an dieser Stelle fliegt er einen ordentlichen Kringel. Oder ich habe einfach nicht genau gezielt. Ich habe es ja schließlich selber programmiert. Naja. Gut, dann würde ich sagen, mache ich den Crest mal selber, ja? Besser ist das. Autopilot aus. Nein, das war die Handbremse. Autopilot aus. Trimmung ist irgendwo in Timbuktu. Hallo? Haben wir wieder einen... Ja, wir haben einen Connection-Verlust, wie üblich. Oh, ja. 2000. Immerhin haben wir etwas höher abgebaut bei der Gelegenheit. Naja, Fahrwerk ist draußen, weil es geht gar nicht anders. Und hier haben wir einen, ich drehe den Kopf mit, ohne dass das Head-Tracking aktiv ist. Das macht XP Reality. So. Vielleicht sollte ich das mal gezielt abschalten, dieses Vorausschauen. Das ist, wenn man kein Head-Tracking hat, das ist ganz toll, aber wenn man Hubschrauber fliegt, ist das überhaupt nicht witzig. So, drehen wir den Motor mal aus und stürzen uns. Hallo? Achso, die Trimmung und die Geschwindigkeit, ja. Ja, Landeklappen könnte ich aber eigentlich. Eigentlich noch nicht ausfahren, ne? Machen wir ganz langsam. Hallo? Genau. Ganz fürchterlich Gas raus, Landeklappen raus, so gut es geht. Und die jetzt einfach als Bremsklötze benutzen. Der kann aus. Mountainkamera kann an. Wir hören Windgeräusche von den Landeklappen. Auch darum kümmert sich XP Reality. Wind haben wir 7 Knoten von vorne rechts. So, wir machen einen kleinen Sturzflug und 1000. Nehmen dann hier wieder. Wir müssen praktisch im letzten Anflug hier ein bisschen. 500. 400. 300. Ja, 100 Knoten ist ein bisschen viel. Aber hier stehen noch Flugzeuge, die erwarten. Das heißt, hier haben wir auch wieder Parking Spots. Southwest 81 Knoten und eben eine Landebahn. 50. 40. 30. 20. Ausschweben. 10. Aber nicht zu sehr ausschweben. Ja, Vollbremsung. Das sind ja nicht meine Reifen. Und eine Schleuderkurve. Damit ich diese Ausfahrt noch kriege. Ja, hier sehen wir wieder die Bögen. Ja, also die Kurven sind hier tatsächlich wieder lauter Ecken. Also Bögen, die auf den Boden gemalt sind, sind eigentlich aus Ecken zusammengesetzt. Das ist beim Flight Simulator 2020 besser gelöst. Das Runde ist wirklich rund und nicht im Eckigen. Ja, ja, ja. Aber es ist schon Gejammer auf hohem Niveau. Guck mal, hier ist es fast rund. Also beinahe rund, wenn man die Ecken einfach wegdenkt. Ja, so ein bisschen Grünzeug sieht fast so aus, ne? Ja, jetzt wisst ihr jedenfalls, wenn irgendwo keine Flugzeuge auf dem auf dem Vorfeld rumstehen, dann hängt es damit zusammen, dass Explain Dark einfach keine Daten für liefert. Jetzt überlege ich gerade, habe ich eigentlich auf den Flughafen mit dem 2020, habe ich da eigentlich Traffic gehabt in irgendeiner Form? Ich kann mir jetzt nicht erinnern, ein anderes Flugzeug gesehen zu haben. Ach, eins fällt mir auch gerade noch ein. Man kann ja echt Wetter nehmen, also Real Weather. Das funktioniert auch, aber man kann da nicht
die Daten übernehmen für Custom. Also nicht wie hier, wo ich sage, ich nehme Real Weather und fusche dann dran rum. Das geht da nicht, sondern man hat nur entweder Real Weather, das ist dann auch nicht veränderbar. Da kann man nicht sagen, okay, ich ändere jetzt irgendwas, sondern man kann dann nur umschalten auf Clear Sky und ein bisschen Clouds und so weiter. Und ich glaube, da kann man dann drin rumändern, obwohl ich zugegebenermaßen das noch nicht probiert habe. Also ich bin mir nicht sicher, dass man da wirklich ändern kann. Ja, ein Unterschied ist in der Tat auf dem Vorfeld. Die Leutchen, die stehen hier nur rum und tun nichts, bis auf den da möglicherweise. Sondern die latschen da tatsächlich rum und machen irgendwas. Einmal habe ich es gesehen, dass so ein Typ hier auch in X-Plane angefangen hat, mich ranzuwinken. Aber der hier ist vollkommen schmerzbefreit. Also ein Nerven wie ein Metzgerhund. So, Parkbremse. Flaps wieder rein. Oh, die werden nicht gefahren, die werden geschaltet. Wupp, wupp. So, Strom aus. Bisschen hier weg und ein bisschen da weg. Nicht alles davon wird supported. Gucken wir nach draußen. Ja, der steht immer noch da. Schreckstarre vermute ich mal. Wenn ich komme, ist das auch vollkommen gerechtfertigt. Ja. Ja, sieht aus wie ein Flughafen, auch wenn die Taxiways teilweise direkt durch irgendeine Siedlung gehen. Ich würde mal sagen, da haben sie sich wieder um die berühmten Meter vertan. Ist immer schön, wenn man halt die Satellitenbilder mit dem computergenerierten Grafiken so kombiniert und dabei so Blödsinn rauskommt. Aber es ist lustig. Und anscheinend ist die Stadt soweit gut überschaubar und das da scheint dann der Suezkanal zu sein, ne? Ist ja eigentlich nicht weit, wenn man sich das so näher anguckt. Na schön, dann schalten wir jetzt mal um und gucken uns das Ganze nochmal in Zeitlupe an. Das ist der größte Vergleich, ne? So, Alt-R. Alles freut sich immer schon, bis ich auf Alt-R drücke. Dann gehen wir mal dahin. Versuchen wir, ob das passt. Hallo? Hallo, hallo? Ich klicke hier rum und ist passiert? Hallo? Aber Alt-R wird noch zur Kenntnis genommen? Nein. Nein, wir hängen. Wir sind abgestürzt. Ja, ich höre jetzt nicht mal die Festplatten rödeln, weil ich die Kopfhörer auf habe. Sind wir gerade abgekackt? Hallo? Hallo Houston, wir haben ein Problem. Regie, könnte ich mal eben wissen, was los ist? Ja, tja, ich würde sagen, wir haben da... Oh, irgendwas tut sich im Untergrund. Nö, das sieht so aus, als wären wir... Ah! Wer sagte, dass Warten sich nicht auszahlt? Aha. Also das Problem scheint tatsächlich hier das Replay gewesen zu sein. Jetzt bin ich ja wieder da, so alles gut. Ja, okay, er hat hier noch einen kleinen Schluck auf. Also irgendwas passiert im Hintergrund. Irgendwas Zeitintensives. Aber immerhin, ich bin froh, dass wir nicht abgekackt sind. Das ist doch schon mal viel wert. Er hat sich auch wieder verabschiedet hier, interessanterweise. Also muss da was gewesen sein, was er nicht mochte. So, wo ist denn der Flughafen? Ah ja, das Versetzen hat er nicht gern. Ich habe den Verdacht, es passiert irgendwas im Hintergrund. 1000. Oh ja, das sieht ganz nach mir aus, ja. Es ruckelt auch hier noch ordentlich. Aber es reicht zum Angucken, ne? Ich habe bestimmt irgendwas installiert, was jetzt gemeint hat, jetzt muss ich schnell updaten 500. Oder jetzt muss ich anfangen zu arbeiten. 400. Glaub, das ist mir so noch nie passiert. 300. Apropos, wo man mich gerade anpiept. Mein Handy hängt ja daneben und piept mich jetzt mit WhatsApp an. Das hat also auch nicht zum Abbruch einer WLAN-Funkverbindung hier geführt. Von daher alles gut. Guck mal, Runway follows Terrain. Sieht doch interessant aus. Also in Mexiko gab es da einige interessante Flugplätze, die dann einen halben Meter über dem Erdboden lagen und so. Naja. 40. 20.
Das soll Originalgeschwindigkeit sein, aber spielen, ja, okay. Na, Nase noch verschoben? Ja. Ja, ist doch perfekt. Was willst du denn? So, alles gut? So, und im Zuge dessen danke ich euch wieder mal fürs Hineingaffen. Finde jetzt erstmal raus, was im Hintergrund am Hoppeln ist. Und dann sehen wir weiter. Schönen Dank und bis zum nächsten Mal.